Ergreifen Sie das Wort. Also, das Projekt Lindenhof. Ich bitte um Ihre absolut freie, in keiner Weise auch nur im Ansatz manipulierte oder ängstliche Meinung. Also seien Sie offen und ehrlich. Danke. Danke, Bruder. Das Projekt Lindenhof ist ein Komplott. Komplott? Das klingt interessant. Lassen Sie mich die Beweise hören. Nun, erstens die Grundbuchauszüge. Außer durch Vererbung hat in diesem Gebiet seit der Jahrhundertwende kein nennenswerter Besitzwechsel stattgefunden. In den letzten 5 Jahren häufen sich dagegen die Umschreibungen auffällig. Einige der neuen Eigentümer sind mir bekannt. Sie gehören zur Machtelite der Stadt. Sehr schön. Machtelite. Zweitens die Grundstückspreise. Gegenüber 1952 haben sie sich verdreifacht, gegenüber 1938 verzehnfacht. Wenn der neue Bebauungsplan in Kraft tritt, wird sich der Spekulationsgewinn zumindest nochmals verdoppeln. Drittens, der Bauausschuss. Der Bauausschuss ist in seiner personellen Verquickung gewissermaßen ein verkleinertes Abbild der sogenannten guten Familien der Stadt. Haben Sie keine Aufstellung zu diesem Punkt? Zu diesem Punkt nicht, nein. Sie sitzen den Herrn heute Nachmittag gleich wieder persönlich gegenüber. Ja, da sitze ich dem Herrn persönlich gegenüber. Noch was? Wie? Beweise für das Komplott. Wie ordnen Sie Schuckert ein in diesen Zusammenhang? Schuckert? Wissen Sie, wenn die anderen die Krähen sind, dann ist er ein Raubvogel. Raubvogel? Ja, das ist er, ein Raubvogel. Machtelite, Spekulationsgewinn, personelle Verquickung, Raubvogel. Und ich? Wie sehen Sie mich in diesem Zusammenhang? Was erwarten Sie von mir? Dass Sie Ordnung schaffen. Dass Sie aufräumen mit diesen... Dass ich aufräume mit den Krähen und dem Raubvogel das Jagen verbiete. Das meinen Sie doch erst eben, oder? Wollen Sie etwa unser Wirtschaftssystem revolutionieren? Revolutionen lehne ich ab. Ich bin Humanist. Revolutionen lehnen Sie ab. Sie sind Humanist. Tja, Eslin. Da werden Sie die Raubvögel und die Krähen wohl erdulden müssen.